Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Helpless Farming. Und ja, es ist schon wieder geil heute mit der lieben Haley und der lieben Ela. Hallo. Hallo. Die Folge haben wir gerade nochmal angefangen, weil ja, alle zu dritt reingeömmelt haben. Na? Wie immer, wenn es euch gefällt, mein Lieben, lasst das Däumchen da an der Stelle, auch bei den Mädels vorbei, die stehen unten in der Videobeschreibung. Und ja. Natürlich auch gerne Tipps, Tricks und was wir sonst noch hier machen können. Und falls ihr einen guten Nerventee mir empfehlen könnt, ne, dann immer her damit, weil wenn ich das schon wieder sehe, hier was auf dem Anhänger los ist, kriege ich ja schon wieder die Ratte. Hey, solange die Spanngurte rumgehen. Kraut und Rüben. So, jetzt gucken wir erstmal. Immer jetzt nur das Unkraut weg. Haley? Ja. Wie, erklär mir doch mal, wie genau ist das, wenn man auf dem Feld was stehen lässt? Hä? Achso, ja. Na, wie, was löst ja, das warum, in dir aus? Warum kommt jetzt dein innerer Monk raus, oder? Ja, guck dir das doch mal an. Hey, gib mir echt Mühe und stell die ersten nochmal voll schön hin und mit die zweiten schiebe ich sie dann versehentlich wieder weg und dann ist. Na, aber du brauchst, genau guck mal, du gehst dann einfach hier hoch. Ja, oh, nee. Warte. Warte. So, pass auf. Zeig dir erstmal, wie man das hier. Ach. Ah, schön, dass ihr da zu tun habt. Ich bin beschäftigt. Siehst du, genau. Du nimmst die dann für lang. So. Und dann nimmst du die und stellst sie ganz sachte. Jetzt habe ich mir die Palette noch vor der Ömmel. Oh, ja, bitte. mein Chat heißt gerade, unser neues Projekt heißt dann Pudarosa Ranch. Ja, bei mir schreiben wir auch schon alle Team Pink. Auf jeden Fall machen wir das. Wir nennen das dann einfach nicht. Excel, du wirst überstimmt. Wir haben dann einfach auf einmal andere Thumbnails als Excel. Dann mache ich den Server aus. Oh, du Spielverderber, Alter. Wie bist du drauf? Ich weiß mich nicht mehr zu wehren, dann schmeiß ich dich von meinem Server. Nein, ich habe nicht gesagt, dass wenn das mein Server ist. Ich habe gesagt, ich mache den Server aus. Jetzt bleib geschmeidig. Backe lieber meinem, die Paletten ordentlich auf meinem Server. Backe die Paletten ordentlich hin. Das sorge ich dafür, dass du auch nicht mehr spielen kannst. So ist es. Das ist unglaublich. Puh, wir machen uns einen eigenen Server. Excel, gib mal Code. Ach Gott. Ah ja. Ist hier nicht irgendwie Cheapodel oder was, Pantoffel, wo man das kaufen kann? Hier. Ach, guck dir das da an. Ach Mann, es ist doch. Ach. Ich sollte mal was sagen. Super Cat, vielen Dank für deinen Follow. Normalerweise müsstest du jetzt nochmal alles abladen und nochmal risch aufladen. Nö. Das ist. Nee, das kann dir doch keinem anbieten. Das sieht aus. Warte doch mit den Spann. Ach, du hast noch eins. Doch. Mach mit dem Stein, ich sammle Unkraut weg, ist auch schön. Ja, bitte danke, warte. Ah. Kommt ihr klar, ihr zwei? Natürlich. Sehr gut. Ja, so ist es. Hauptsache die Spanngurte kommen darum. Gehen darum. Alles andere ist irrelevant. Alles so wie die Äpfel halt hier stehen, weil ich finde das auch richtig. Der sammelt ich find, Symbol doch drüber. Ich finde richtig schön, dass LS so, wie soll ich sagen, so realistisch ist. Ach, jetzt reicht's. Wenn ich mir die Tomaten hier anschaue. Das sammelt gar kein Unkraut. Sind die nicht realistisch? Nee, weil die stehen irgendwie so, dass die alle rausfallen müssen. Ja, so, naja. Wenn du die. Oh. Nee. Oh nee. Oh nee. Da krieg ich echt. Da krieg ich innerlich Probleme. Tja, du hast mich gezwungen, hier was stehen zu lassen und drum. Ach, das war der Rache oder was? Mhm. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist denn hier der Salat und hier? Der Salat? Der Salat. Im Shop. Im Shop muss man die Tomaten verkaufen. So. Und die Erdbeeren, den verkaufen wir auch im Shop. Und das Salat, den verkaufen wir auch im Shop. Ja geil, wir müssen nur zum Shop Le irgendwas. Le Bobo. Shop Le Jardin de Fermier. Wo ist der? Da muss ich gucken auf der Karte. Das war so klar. Soll ich mit gucken? Ja. Warte. Jo. Warte, wir gucken zusammen. So, Steinchen sind gesammelt. Ey, super. Alle? Ja, ich habe keine mehr gefunden. Das ist schon sehr gut. So, wo ist der Shop? Der Tankstelle? Ist das eigentlich eine französische Map oder wie sehe ich Ach, das? Ja, natürlich ist das eine Franzmann-Map. Oben, im Norden, links, bei der 7 und bei der 8, junge Frau. Da kannst du hingucken.
Ist das auch wirklich der, ja. Ja. Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, ach, das ist irgendwas Französisches, das erkenne ich ja wieder. Ja. So, Ela, du bist fertig mit Steinen? Jo. Das ist sehr gut. Kannst du dir, hast du den Steinesammler hast du leer gemacht, ne? Jo. Alter, Motor geht doch an jetzt. Könntest du dir, warte mal, wie sieht unser Feld aus? Das ist gekrubbert. Da kann man mal auf das Feld laufen. So, was fehlt uns noch? Unkraut, gedüngt. Okay. Also im Prinzip könntest du dir unsere Saatmaschine schnappen und könntest ansehen. Jo, was wollen wir denn haben? Ach, was, jetzt muss ich gucken, was wir ansehen. Alles schaut das Grabul aus. Ohne Scheiß. So. Was? Genau, müssen wir mal schauen. Was können wir? Wir können Sorghumhirse und Trauben. Ja gut, Trauben machen wir nicht. Ach nee, Quatsch. Gras und Ölrettich, verdammte Axt. Raps können wir. Warte mal, Raps, Weizen, Gerste. Wie ist denn da der Preis? Gras und Ölrettich. Raps, Weizen. Seh mal Raps an. Raps, jawohl. Das passt ganz gut. And we say goodbye, so. bye. So, Hayley, unsere Geldfee. Unsere Geldfee. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal zu zeigen, dass ich tatsächlich auch Dinge verkaufen kann, weil die letzte Folge war dann, glaube ich, vorbei. Bevor ich meine Strophe checken konnte. Sämaschine. So, Sämaschine steht hier drüben, genau. Müsst du mal gucken, da müsste eigentlich auch schon voll sein. Ach, hinterm Mähdrescher versteckt, okay. Aber Regel Nummer 1 ist echt Spanngurt über alles. Der Excel tut natürlich tatsächlich was, guck mal. Aber, hallo. Was macht er denn? Der räumt die Steine auf, die ich da hingeschmissen habe. Was hieß denn hier, der tut tatsächlich was? Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Heftig. Excel, weiß schon, wie man arbeitet. Ich bin fasziniert. Krass. Das ist schon heftig. Gelernt ist gelernt, wirst du? Hafer. Ja, es ist ein bisschen was drin. Es reicht. Ja, sehr gut. Ich habe auch beim letzten Mal einen Auftrag gemacht, da wollte ich nur mal anmerken, wo wir 12.000 verdient haben. Ne? Ja, so natürlich. Ja. Mit meinem Stroh habe ich bestimmt mehr Kohle gerungen. Also Raps haben wir gesagt, gell? Genau, Raps. Gut. So. War ich da jetzt eigentlich einmal außen rum? Oder fahre ich hin und her einfach nur? Du kannst auch die Länge des Gerätes, also eingeschlossen deines Traktors, freilassen und kannst dann erstmal hoch und runter fahren und machst die Alwand zum Schluss. Das kannst du auch machen. Ah, okay. Ah, ja. Aber du kannst. Aber fahr fein nicht über Stroh oder so, gell, weil das wird sonst dreckig. Das ist sonst nicht gut, hat der Excel gesagt. Der hat gesagt, das ist dann nicht gut. Okay, ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut, wenn man über Stroh fährt. Das ist der hängen geblieben, ne? Ja, das ist mir hängen geblieben, weil du dippelt danach über das Stroh gefahren bist. Über mein behütetes Stroh. Das ist ja so säuberlich und wunderschön. 1A Bioglase. Nicht verdreckt ja, für unsere Tiere und so und für uns und für Checken gemacht habe. Und dann fährst du einfach drüber. Schade. Ja, das war mal kurz. Wie geht das jetzt? Sinken? Anschalten. Mal kurz, Alter. Du bist quer drüber gefahren. Das war nicht ja, mal versehen. Ja, nee, ungefähr 10 Mal. Nein. Doch. Willst du da jetzt mit mir diskutieren? Das können wir ruhig diskutieren. Man kann aber auch einfach sagen, Leute, stimmt's mal in die Kommentare ab. Weil es ist ja auf YouTube dieses Video dann. Und dann können die ja mal hübsch gucken, wer hier Scheiß erzählt. Beweise. Beweise. Aber der Frauenbonus, meine Lieben. Nix, ne? Frauenbonus. Der fällt dabei raus. So. Wenn jemand ganz ambitioniert ist, dann kann er ja den Zeitstempel hier, weißt, jedes Mal mit Minute und Sekunde, in dem Moment, wo der Excel mal wieder über Stroh fährt. Hallo. Ey, das wird ja nicht in dem Projekt zum Oberthema, ne, das mit dem Stroh. Das muss ich schon mal angemerkt haben. So. Du das hast war es zum versehen. Oberthema gemacht. Das war kein Versehen, so oft wie du da drüber gefahren bist. Natürlich war das ein Versehen. Man muss ja auch mal in der. Ach, ist, aber der Witz ist, jetzt ist es auf einmal ein Versehen. Aber vorher war das dann so. Ja, nee, das ist gar nicht so schlimm, wenn man da dann mal so drüber fährt. So, das ist alles beabsichtigt und so. Aber Junge, ich sag dir gar nicht drüber fahren. Junge Frau, pass auf, ich hab dir das so am Wochenende erklärt, wie das funktioniert mit dem Stroh. Hast du da zugehört? Hast du wieder nicht zugehört, ne? Ja. Die Aalwand macht man frei mit dem Drescher. Ja. So.
Und danke dann, für eure Follows. Und dann fährt man hoch und runter. Ja. So. Und deswegen ist es dann nicht so schlimm, wenn man mal einmal mit dem Schlepper auf das Stroh fährt. Warum? Na, das ist dann nicht so schlimm. Warum? Na, weil es so ist. Nee. Warum mache ich dann die Wand überhaupt rein, wenn es nicht so schlimm ist? Ah, geil. So, ah, Chat, das ist ein sehr guter Tipp. Wartet mal, wo ist denn das? Und Chat so, was haben wir geschrieben? Der Gero hat gereached ab dem 12. Monat. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es das Herzschluss von Herzen gekommen? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Oh Gott. So. Okay, wartet mal. Wo war denn das? Ach, dort oben ist das. Ne, wartet mal. Wollen wir da hinfahren? Ach klar, kommt, wir fahren dahin. Die Mädels sind eh gerade beschäftigt. Da können wir auch mal einen Ausflug machen. Ach ja. Logo. Da können wir... Lass die arbeiten, wir gehen um Freizeit, genau. Hallo, ja. Ne, wartet doch mal, ich habe jetzt hier die was sehr Mädels gutes sind Chat. Beschäftigt, sind nach dem Motto, Kinder sind verräumt. Sind erstmal verdient, die macht Kiblitz. Was denn, Erdbeeren werden hier nicht angenommen, du kannst mich mal. Warum werden hier Erdbeeren nicht angenommen? Kann gar nicht sein, ich habe doch vorhin geschaut, Alter. Nee, was hast du beim Rüschenschöp geschaut? Musst du noch mal gucken. Alter, du hast gesagt, das ist der Shop und jetzt bin ich an der Falsche gefahren. Echt? War das der Falsche? Oder? Nee. Nee. Das ist der Richtige. Erdbeeren. Shop. Nejarin, das musst du mal gucken, ob da noch... Jetzt steht hier, Tomaten werden nicht angenommen. Nee, aber guck mal. Ja, das steht bei mir auch. Warte, pass auf. Warte. Also, der Salat geht dort, wo du gerade bist. Ja. Tomaten? Steht aber auch gerade, wird hier nicht angenommen. Einen schönen zweiten Advent. Und bei der Bäckerei kannst du die Erdbeeren abgeben. Ja, nee, und aber auch, eigentlich auch hier für mehr Geld. Warte. Es steht hier gerade, alles wird hier nicht angenommen. Ich schmeiß das jetzt einfach mal darunter. Nein! Warum nicht? Nee, es will nicht. Du siehst doch, dass es nicht angenommen wird. So, warte mal. Haben wir hier noch? Guck mal hier hinten. Guck mal hier. Schöne Frau. Wo denn? Lad mal auf. Ist doch. Mach die Spannkurte wieder drum. Aber es ist doch der Shop, Herrgott, sag. Ja, aber ich will dir doch was zeigen. Mensch, bleib doch mal. Ja, dann geschmeidig. Es ging nicht. So. Einmal rausfahren. Und guck mal hier. Ja, komm hierher. Genau, zum Papa. Komm zum Papa. Ach so. Guck mal hier. Ja, und was wird da hinten dann angenommen oder gemacht? Na, da kannst du auch Blaubeere einen schönen Abend. Getreide und so. Oh, ich sehe den Anhänger schon kippen. Aber. So. Bleibst doch stehen. Ja, ganz ruhig. So. Siehst du? Na, hübsch. Na, holla die Waldfee. Wir können ja, wenn Ela dann angesät hat, können wir ja die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Umso schneller produziert nämlich unser Gewächshaus. Ja, ich fahre dabei. Genau, 9:42 Wendt, genau so ist es. Dankeschön für den Hinweis. Wie gesagt, die Keyleiste kommt dann noch im Hintergrund. Ich versuche das dann nochmal mit den Connecten und alles. So, also Chat, ihr habt gesagt, bei der Burg, die ist dort oben. Da muss ich mal dort hochimmeln. Okay. Aber da liegt doch nur einer oder liegen da zwei? Ronja Maus, schönen guten Abend, mein Junge. Wie geht's, wie steht's? So, wartet, bei der Burg. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ach, Marc, Alter, weißt du, ich hab halt... Und oh, Mann, ich hab halt einen Chat, der mir einfach sagt, was ich tun muss und ich ließen halt nicht. War beim letzten Mal auch schon so, weil ich Depp bin. Ich danke euch. Danke, wen's Schnurtra. So. Woran, dass ihr Depp bin? Nein. Dass du den Chat liest. Mann, so, also Chat, ihr sagt, bei der Burg liegen drei. Okay. Was liegt denn da? Na, warte noch mal ab. Lass dich überraschen. Wenn ich es in der Folge nicht schaffe, dann in der nächsten Folge. Lass dich überraschen. Genau. Und weil ich weiß, dass du Überraschungen so magst, ist das doch schön. Oh. Ich glaube, hier ist nachher noch Spaghetti. What? Ja. Hast du noch welche über oder machst du die noch? Haben noch welche über. Oh, gab's Spaghetti zum Abendessen?
Ja. Nachdem ich aus dem Land der Träume wieder erwacht bin, 2 Stunden oder was habe ich pennt, habe ich mir dann Spaghetti gemacht. Das ist sehr gut. Ich habe eine Schnitzel von Oma mitgenommen. Oh, geil. Schnitzel. So, genau. Schnitzel. So, flitz mal erstmal hier hoch. Und meine lieben YouTuberinos, ne, wie gesagt, schreibt immer schön nett in die Kommentare und allem drum und dran. Tipps, Tricks sind immer gern gesehen. Und was wir hier auf der Burg wollen, meine Lieben, ja, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, sagen wir erstmal Tschüss und Ciao. Tschüss und Ciao.